In diesem Video wollen wir uns mal das Geschäftsmodell als jemand, der Online-Kurse verkauft, etwas genauer anschauen. Genauer gesagt wollen wir die Frage beantworten, ist die Tätigkeit eigentlich freiberuflich oder gewerblich? Und leider kann man diese Frage, wie soll es auch anders sein, nicht ganz klar mit Freiberuf oder Gewerbe beantworten. Und deswegen nähern wir uns dem ganzen Thema einmal Schritt für Schritt. Die Definition von einem Freiberuf ist in § 18 Einkommensteuergesetz geregelt. Und da kann man lesen, zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbstständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende und erzieherische Tätigkeit. Und was genau im einkommensteuerrechtlichen Sinne als Unterricht gilt, dazu hat der BFH sich einmal geäußert, also der Bundesfinanzhof. Und der hat gesagt, Unterricht ist die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Handlungsweisen und Einstellungen in organisierter und institutionalisierter Form. Und wenn dein Online-Kurs genau dieser Beschreibung entspricht, dann kann dein Online-Kurs eine freiberufliche Tätigkeit sein. Das geht auch, wenn du 1-zu-1-Sessions anbietest. Also Einzelunterricht ist immer noch Unterricht. Die Unterscheidung zwischen einem 1-zu-1-Unterricht und einer Beratung ist, dass du bei einem Unterricht deinem Konzept folgst. Wenn du aber jemanden individuell berätst, dann hast du natürlich trotzdem auch Wissen und folgst vielleicht auch einem roten Faden, aber du gehst individuell auf den Gegenüber ein. Das heißt, du berätst deinen Kunden basierend auf seinen Lebensumständen. Du gibst ihm nicht nur Wissen mit, sondern du orientierst dich auch in dem Aufbau eurer Sessions sehr an der Situation deines Kunden. Und dann wird Unterricht zu einer Beratung. Und eine Beratung ist in den allermeisten Fällen gewerblich. Aber auch davon gibt es natürlich eine Ausnahme, und zwar die Tätigkeit von ganz bestimmten Berufsgruppen. Denn in § 18 Einkommensteuergesetz steht auch, dass freiberuflich auch die selbstständige Berufstätigkeit ist von Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten, Rechtsanwälten, Notaren, Patentanwälten, Vermessungsingenieuren, Ingenieuren, Architekten, Handelschemikern, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und beratenden Volks- und Betriebswirten, vereidigten Buchprüfern, Steuerbevollmächtigten, Heilpraktikern, Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichterstattern, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnlichen Berufen. Das heißt, wenn du beispielsweise Rechtsanwalt bist, wenn du zum Beispiel Volks- oder Betriebswirt bist mit dem entsprechenden Abschluss, dann kann eine 1-zu-1-Beratung auch freiberuflich sein. In allen anderen Fällen ist eine 1-zu-1-Beratung immer gewerblich. Damit haben wir die 1-zu-1-Sessions quasi abgearbeitet. Aber was ist, wenn du einen Online-Kurs erstellst und ihnen ganz vielen Leuten zur Verfügung stellst? Dann ist das doch eigentlich immer Unterricht. Leider auch nicht immer. Denn wenn du nur einen Selbstlernkurs erstellst, also du nimmst einmalig Videos auf und verkaufst dann den Zugang zu diesen Videos oder Zugang zu irgendwelchen Unterlagen, zu Reflexionsfragen, zu Checklisten, zu Journals, zu was auch immer dir einfällt, dann ist das eine gewerbliche Tätigkeit. Weil dann hast du einmal Inhalte produziert und dann ist dein Geschäftsmodell eher vergleichbar mit einem Streaming-Anbieter. Du verkaufst Zugang zu Videodateien und Dokumenten. Und das ist keine unterrichtende Tätigkeit, weil du halt einmalig die Unterlagen vorbereitet hast. Eine unterrichtende Tätigkeit, also eine freiberufliche Tätigkeit, ist es immer nur dann, wenn du Live-Sessions hast. Man kann also zusammengefasst sagen, dass Live-Online-Kurse eine unterrichtende Tätigkeit ist. Und eine unterrichtende Tätigkeit ist freiberuflich. Und immer wenn du Selbstlernkurse anbietest, dann ist das Ganze auch wieder eher ein Gewerbebetrieb. Und jetzt habe ich dich mit Sicherheit grandios verwirrt. Also es gibt ganz viele Szenarien, wo etwas zum Teil freiberuflich ist, dann wieder gewerblich, dann wieder freiberuflich und so weiter. Wie gehst du in der Praxis denn eigentlich damit um? Naja, die meisten Geschäftsmodelle haben Aspekte von beiden. Und wenn die gewerbliche Tätigkeit nicht von absolut untergeordneter Bedeutung ist, dann infiziert sie die restliche Tätigkeit. Also wenn du zum Beispiel Online-Kurse verkaufst, die zum Teil live sind und zum Teil auch einfach nur aufgenommene Videos sind, dann führt es nicht dazu, dass dein gesamtes Geschäftsmodell freiberuflich ist, sondern das führt dazu, dass dein gesamtes Geschäftsmodell gewerblich ist. Du hättest theoretisch die Möglichkeit, dein Unternehmen in einer solchen Situation zu trennen, dass du sagst, ich habe einmal die Live-Kurse, das ist eine freiberufliche Tätigkeit, und ich habe einmal meine Online-Kurse aus der Konserve und das ist eine gewerbliche Tätigkeit. Und theoretisch könntest du jetzt zwei Selbstständigkeiten anmelden. Das Problem ist allerdings, dann musst du zweimal eine Buchhaltung machen, zweimal eine Einnahmenüberschussrechnung machen. Und das führt halt einfach dazu, dass du unglaublich viel Arbeit hast. Ich höre in Gesprächen mit Selbstständigen immer wieder, dass das ja viel günstiger ist, weil man als Gewerbetreibender
benachteiligt ist, weil man ja zusätzlich noch die Gewerbesteuer zahlen muss. Ich habe aber zu dem ganzen Thema auch schon mal ein Video aufgenommen. Gewerbetreibende zahlen in den allermeisten Fällen unterm Strich gar nicht mehr Steuern. Denn Gewerbetreibende zahlen zwar Gewerbesteuer, können diese Gewerbesteuer aber in den meisten Fällen vollständig auf die Einkommensteuer anrechnen. Das bedeutet, dass Gewerbetreibende zwar eine zusätzliche Steuerart zahlen, aber unterm Strich nicht wirklich mehr Steuern bezahlen. Schau dir das Video oben rechts unbedingt einmal an. Da bin ich da ganz im Detail drauf eingegangen. Rein pragmatisch würde ich in den allermeisten Fällen sagen, dass es deutlich sinnvoller ist, seine gesamte Selbstständigkeit als eine Selbstständigkeit zu betrachten und die ist dann halt in den allermeisten Fällen gewerblich. Das heißt, du musst ein Gewerbe anmelden und du musst später Gewerbesteuererklärungen abgeben und auch Gewerbesteuer bezahlen. Ausnahmen davon sind, wie ich schon gesagt habe, die freiberuflich beratende Tätigkeit von diesen Katalogberufen und der reine Online-Unterricht, also rein Live-Online-Kurse. Du solltest aber bei der Entscheidung immer auch überlegen, wohin möchtest du eigentlich mit deinem Geschäftsmodell. Es bringt dir zum Beispiel nicht so richtig viel, wenn du dich jetzt selbstständig machst als Freiberufler oder Freiberuflerin und du sagst, ich mache jetzt nur Live-Online-Kurse, du aber schon weißt, dass du spätestens am nächsten Jahr, wenn du genug Reichweite aufgebaut hast, wenn du genug Nachfrage hast, dann auch 100% Selbstlernkurse anbietest. Dann weißt du ja zum Zeitpunkt der Gründung schon, dass du im nächsten Jahr eher gewerblich tätig bist. Und dann würde ich dir ehrlicherweise dringend empfehlen, dass du von vornherein einfach ein Gewerbe anmeldest, nicht, dass du dich in einem Jahr dann ummelden musst. So vorteilhaft ist, wie gesagt, die Freiberuflichkeit eigentlich nicht. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und dir deine dringendsten Fragen in Bezug auf Freiberuflichkeit und Gewerbe mit Online-Kursen beantworten. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du Hilfe bei deiner Selbstständigkeit brauchst, also beim Rechnungsschreiben, Buchhaltung, Steuererklärung, vielleicht suchst du einen Steuerberater, dann schau dir mal meine Empfehlungen an, die verlinke ich dir alle unten in der Videobeschreibung oder du klickst einmal hier, da verlinke ich es dir auch einmal. Du kannst natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, dann bleibst du immer auf dem Laufenden oder du schaust direkt ein neues Video, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.